Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich bin endlich wieder, wow, aus dem Urlaub zurück, das habt ihr mitbekommen. Und ich dachte mir, komm, jetzt hassle ich mal direkt in Matchmaking rein, ja? Ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, dass die Mates auch Lust haben, na? Mal gucken, wie es wird und vor allem mal gucken, wie ich jetzt spiele. Es war jetzt ja nur eine Woche. Also eine Woche nicht spielen, das dürfte jetzt nicht extrem tragisch sein, oder etwa doch? Also ich habe A angesagt, ich denke, ich gehe über hoch, über oben, direkt auf A. Und werde die Door beschützen. Ich weiß nicht, da kann man ja gar nicht mehr hin. Oh mein Gott, jetzt sei... So, wir forsten rein. Ich habe eben gesehen, dass der Greenscreen nicht ganz ausgeleuchtet war. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ich war jetzt kurz am rumhasseln. Ist er da gelaufen? What the fuck? Woo! Danke, Mate, dass du mich anschießt, du Vogel. Oh Gott. Hat er nicht gerafft, dass ich von da komme? Okay. Aber jetzt mal Konzentration. Also meines Erachtens oder nach meiner Erfahrung ist es nach wie vor eine extreme City-Map. Und es ist wirklich lächerlich, dass wir noch keine Runde geholt haben. Es scheint ein schnelles Spiel zu werden hier. Wahrscheinlich haben wir eine Mannschaft jetzt am Start, die only Nuke spielt. Komm zurück. Komm zurück. Fuck, beide. Ja, ich habe ja gestern schon über den Urlaub erzählt, deswegen werde ich jetzt nicht großartig ausschweifen. Es war echt nice. Aber ich bin jetzt auch wieder froh, zu Hause zu sein und eben dem gewohnten Gang nachgehen zu können. Alles klar, der auf Ramp ist irgendwie... Wow! Ey... Alter, warum bin ich denn der Einzige, der da steht? What the fuck? Warum können die überhaupt einfach durchlaufen? Ich habe keinen, der in Main steht. Und irgendwie... Was macht? Ich dachte, mein Mate wäre, dass er da offen rumgelaufen ist. Ich habe jetzt mal geschrieben, dass sie sich da vielleicht... dass sie da vielleicht irgendwas machen. Die Kackvögel, die Verschissenen. Ja, sehr gut. Ich gehe direkt zur Ramp. Nice. So läuft das doch, Leute. So läuft das doch. Man muss sich halt einfach zurechtweisen. Schon geht das. Ja, wenn Fati hier mal ein bisschen hier den... Planten. On A, I think. Leute, wollt ihr mich eigentlich hier irgendwie... Wo wollt ihr mich hin? Sie waren zu zweit und zu dritt auf A und keiner killt den, der die Bombe plantet. Achso, ich bin auf DMG. Ah, ich spiele auf dem Low Rank. Immer Spaß beiseite, wir wissen ja alle, dass es die Kommunikation ist, die da sein muss. Wenn sie nicht da ist, dann kann man, egal oder fast egal, wie gut das eigene Team ist, wirklich viele Runden abgeben. Dummerweise, weil man dumm steht, sich gegenseitig beschießt, wie rum larum. Leute, jetzt aber nicht zu dritt. Oh mein Gott. Ja, okay. Genau das ist es. Keine Kommunikation. Sie sagen nicht, dass sie jetzt einfach auf A verschieben wollen. Also einer von den, keine Ahnung, Spielern. One is secret outside. I think he's gonna be with bomb. Muss ich halt schön ansagen, durchsagen und versagen. Die laufen über mir rum, aber da ist doch gelb. Wie geht denn das, bitteschön? Was ist denn da los? Grenato! Oh, last one heaven. Das ist jetzt echt blöd. Komm, schmeiß mir eine Nate in die Fresse oder so. Oh, da kommt auch eine Nate. Ja. Nice. Oh, und er hat Diffuse. Wunderbar. Und er hat die Bombe gefunden. Das kann bei sowas ja auch oft schwierig werden. Ich habe schon Fälle gehabt, wo die Leute dann durch die Smoke rennen und schreien und die Bombe nicht finden. Okay, das läuft doch jetzt recht gut. Aber sie haben schon 4 Runden geholt. Das kann natürlich zum Verhängnis werden später. Ich will natürlich nicht sagen, dass Nuke grundsätzlich only City wäre, aber aus meiner Erfahrung ist es eben so, ne, dass man bei City richtig reinhämmert, beziehungsweise das Gegnerteam richtig reinhämmert und sobald man dann selbst City ist, holt man alle Punkte. Ja, dann geht es rund. Und bei T ist es ein einziges Gekrebse. Um die paar Punkte, die man da eben bekommt. Oh mein Gott, da ist immer noch einer. Wie sind da eure Erfahrungen auf Nuke? Habt ihr da auch eher das Gefühl, dass es eine richtig harte City-Map ist? Also ich will nicht wissen, was das für eine Map ist, sondern was es aus eurer Erfahrung ist. Wo spielt ihr da im Schnitt besser? Bei City oder bei T? Bei mir ist es wirklich immer so, dass T die reinste Qual ist, weil er einfach nur ganz, ganz wenig geht. Vor allem früher, aber auch seit dem Update. Oder vor allem seit dem Update. Das ist richtig scheiße, weil man auch den Catwalk nicht mehr hat, um da oben mit lang zu tingeln. Das sackt halt ultra rein. Komm, ich geh jetzt hier oben drauf. Und chill jetzt hier. One outside. Wer hat denn hier aufgemacht? Alter, wie er direkt hochballert. Ist der behindert? Skelettitte, hä? Da, blau hat einen gesehen. Da oben ist einer. Oder ist er da unten? Nee. Ja, der ist oben drauf. Sehr schön, sehr schön. Letzter ist outside. Alles klar. Einige haben mich gefragt, ob mir mein PC gefehlt hat. Und da kann ich sagen, nö, da war alles im Lot. Also es hat sich richtig gut angefühlt, mal überhaupt nicht oder nicht großartig connected zu sein. Ich hatte ja trotzdem das Handy dabei und das ist ja ähnlich wie ein PC. Aber wir hatten die Xbox dabei. Also wir haben schon immer, ich habe schon immer seit meinen Kindheitstagen Konsolen mit in den Urlaub genommen. Früher war es halt die Nintendo bzw. die GameCube. Oh mein Gott, to ramp. Wo ist denn blau? Achso, okay, er will von unten kommen. Kann man machen. Naja, ja, vor allem an die GameCube-Zeiten kann ich mich noch gut erinnern. Und seit dem letzten oder vorletzten Urlaub nehmen mein Grill und ich immer die Xbox mit. Also auch wegen Netflix, damit wir da
wenn wir abends was schauen wollen, eben unsere Serien gucken können, um nicht Fernsehen gucken zu müssen, weil wir hier schon seit, also ich habe glaube ich jetzt schon seit 5 oder 6 Jahren zu Hause kein Fernsehen mehr geguckt. Ich gucke kein Fernsehen, ne? Ich hab das Internet und da ist alles, was ich möchte. Und wir haben eben die Xbox dabei gehabt und hatten von Rare so eine Spielesammlung dabei mit Viva Pinata und Co. Und haben eben Viva Pinata gespielt. Und ich hatte auch noch Bioshock dabei. Und das hat mein Grill uns geschenkt. Mit allen drei Teile gibt's, ne? Und ich spiele es halt und sie schaut zu, so als Adventure. Aber das haben wir jetzt gar nicht gezockt, weil wir so viel Pinata gespielt haben. Meistens dann abends, ne? Wenn man dann zu Hause versackt nach den Tagesaktivitäten, kommt man dann ins Häusel oder in die Wohnung, je nachdem, was man eben hat, oder ins Hotel. Und ja, chillt! Sag mal, ich kann keine Sachen mehr schmeißen irgendwie. Hört auf, mich zu erkennen hier oben, ihr Lurchvögel. Ich meine, wer schießt denn sofort hier hoch? Wer macht das? Wer stellt sich in die Tür und schießt sofort hier hoch? Ich guck immer da in die... Oh. Ich guck, wenn überhaupt, da in die Ecke oder so, aber nicht hier hoch. Ist da einer Main? Ja, da ist einer Main. Jungs, was macht ihr? Wie steht ihr? Warum... Ja, maybe... Ja, Heaven. Hä? Ich kann nicht nachvollziehen, wie sie decken. Sie lassen sie außen einfach durchgehen, sodass sie einfach in Secret gehen können und oder Heaven. Die Runde haben wir jetzt zwar zum Glück im Sack, so wie es aussieht, aber was ist denn das für ein Play, bitteschön? Thanks. Danke für die verkackte Farmers. Danke für nichts. Der eine hat doch genug Geld dabei gehabt, um mir was Schönes zu holen. So, geht ihr mal runter. Ich bleib jetzt hier oben. Wenn ihr so Kacke deckt, ja, geht du da mal drauf, genau. Ja, Outside, okay. Guck mal, er geht von Outside, habt ihr das gesehen? Er geht einfach rein. Ich meine, immerhin hat das angesagt. Okay, das, habt ihr schon recht, ja. Aber trotzdem. Oh, bei dem einschalten Kind. Ich habe echt ein bisschen Schiss vor der T-Side. Man braucht ja wirklich nur mittelmäßig gut City spielen zu können und die T's zerschellen schon an einem, weil sie halt nicht richtig durchkommen, ne? Wenn man zu zweit auf A steht, einer Outside und zwei auf Ramp, dann haben die eigentlich no chance, großartig da durchzujuckeln. Aber ich will den Tag natürlich nicht vor dem Abend verderben. Wo ist es? Was ist hier los? A, B? Oh ja, gib mir erstmal schön den Headshot. Oh, fast den Mate abgeworfen. Und schon haben wir gewonnen. Na, er bleibt stehen. Boi. Schon wieder bleibt er stehen. Er bleibt stehen, ist hinter mir, überholt mich, obwohl ich einen Knife in der Hand habe. Und bleibt wieder stehen. Wahnsinn. Das Outside ist direkt gefallen und ich kann nicht hin. Weil ich ja diesen wunderbaren Kackweg nicht mehr habe hier. Er lässt Ramp einfach offen, ist der dumm? Ich raff das nicht. Guck mal, diesen Ramp durchgegangen, ne? Der von Ramp geht runter. Und guckt scheinbar runter in die Eingeweide, zu Richtung Secret halt. Und lässt Ramp offen. Und sie gehen von hinten an den ran und killen ihn. Oh no. Es fühlt sich nicht schlimmer an als Silber. Also, sie denken gar nicht mit. Es ist kein... Es verschwendet niemand einen Gedanken daran, von wo man dann offen steht und von wo eben nicht, wie man am besten decken sollte und was man ansagen sollte. Verschissen nochmal. Wir geben so unnötig die Runden ab. Also, ich hoffe wirklich, dass die Tees auch so spielen und so bescheuert sind wie wir. Na, sieht nachher aus. Spot. Was war jetzt schon wieder das Problem? Von Gelb? Hat er gerade nachgeladen oder was? Let's move out. Männer, komm schon. Jetzt mach keinen Scheiß. Oh mein Gott, der eine geht einfach gar nicht mehr auf A. Was war das? Ja, sterbt einfach da unten, ihr fischgesichtigen Affen. Wir könnten schon längst von A kommen. Ich bin so genudelt. Na, wen haben wir denn da? Oh no! Oh. Hast du mich nicht gesehen? Nein. Er hat sich verkämpft und muss erinnert werden daran, dass die letzte Runde ist. Was ist das für ein dreckiger Barstutt? Der hat auch vorhin in der Runde, als wir oben standen im Vogelnest, nicht mit mir runtergeschossen, sondern erstmal gewartet, bis ich tot bin, um dann möglicherweise auf einen Refrag zu gehen. Aber wir hätten auch einfach gleichzeitig schießen können und dann hätten wir die Runde wahrscheinlich geholt. Ich will ja jetzt nicht ragen oder sowas, aber ich merke, wie sich der Hals langsam zuschnürt, ne? Oh, Jungs, was wird das jetzt hier auf T? Wir gehen scheinbar Ram. Oder, ja. Da war einer. Go, 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 go. Wow. Oh mein Gott. Und so läuft es auf T. Also wir wollen jetzt auf A gehen. Aber scheinbar doch nicht. Also dann doch direkt auf B, aber die Bombe kam ja gar nicht mit. Es wird gar nichts angesagt. Also es ist einfach so... Sie hören nicht auf meine Ansagen und sagen selbst nicht an, was sie machen. Sie laufen einfach irgendwo hin. Das Spiel ist leider aufgrund von fehlender Kommunikation und von der extremen Behinderung jedem einzelnen von meinen Mitspielern leider nicht möglich. Ach, das ist scheiße. Der eine ist ein Kind, der andere glaube ich auch. Da, der flüstert rum. Es klingt doch schon wie ein 12-Jähriger. What the fuck? Ich habe ein Kids-Team am Start. So, muss Fatih halt mal durchgreifen, nicht wahr? Ja, ja. Nice, let's go, eh fast. One Radio. Oh, boy, geh doch mit.
Oh nein, sie werden einzeln weggeholt. Nice! Und dann schüttelt damit der Scout rum, anstatt irgendwie mit uns mitzugehen oder sowas. Das ist einfach fucking ridiculous. Russische Kinder sogar noch. Aha. Ich werde jetzt einfach langsam spielen, versuchen auf Kills zu gehen und da noch irgendwie was rauszuholen. Also einfach punktemäßig, dass ich nicht schon wieder den nächsten Downrank habe. Vielleicht komme ich noch irgendwie auf die 50. Oh mein Gott, so nicht. Komm, versuche ich halt mal ein bisschen mit der AWP was zu regeln. Das ist echt schlimm. Mir geht im Moment gerade der Gedanke durch den Kopf, dass ich solche Maps ja gar nicht spielen kann mit einem unfähigen Team. Bei Nuke sollte man schon wirklich wissen, wie und wo der Hase läuft. Sonst ist es echt sau schwierig. Also sonst geht es eigentlich nicht großartig. Und ich kann doch wohl oder muss doch davon ausgehen, dass wenn jemand die Map in seinem Map-Pool hat, im Spiel oder für das Spiel, dass er da auch die Map auf irgendeine Art und Weise kann oder kennt. Scheiße, ist mich so dumm gesmoked. Oh oh. Ah, immerhin noch den Plant. Für die Punkte, Mann. Also immerhin muss ich nicht Jahrzehnte dran rumschnibbeln, denn ich habe hier nicht arg viel Material. Das ist ja schon mal was. Aber es ist schon so ganz klein wenig ärgerlich, oder? Wenn man einfach aufgrund dessen, dass das Team spielt wie Kraut und Rüben, dass man deswegen... Oh, no, 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 no! Mate! Wo? Er ist einfach weggelaufen, okay. Ja, hier steht er. Ach so, er hat gewartet, bis ich sterbe. Alles klar. Weil keine Taktiken und so weiter verfolgt werden, das ist echt kacke. Das ist nicht schön. Komm, wollen wir mal hoch. Flash da hoch. Ja, plantet doch, du Frosch! Plant, yellow. Er geht weg! Er geht weg! Oh Gott, ich hab hier echt Behinderte am Start. Die Bombe wäre seit 10 Sekunden schon geplantet, der macht nichts. What the fuck? Geiler Scheiß, ey. Wirklich höchst edel. So, komm, vielleicht können wir noch irgendwas reißen, Leute. Wenigstens ein bisschen. Na also! Aber wahrscheinlich haben einfach die Cities scheiße gespielt, die Runde. Fuck. Natürlich kann man sich bei sowas immer wünschen, dass die Gegner einfach überhaupt nicht die positivere oder einfachere Seite spielen können. Aber sie können das leider. Er kippt mit dem One-Shot, what the fuck? Was wird nun geschehen? Letzte Runde, man weiß es nicht. Werden wir vielleicht einfach Ramp gehen? Mit einer Decoy in der Hand. Ja! Dieses Timing. Mm, da haben sie die Runde noch geholt, Jungens. Warum spielen sie fast die meiste Zeit wie faulende Tomaten und dann auf einmal rocken sie rein? Das ist doch scheiße, doch. So, komm, jetzt reißen wir halt rein. He's under me, he's a secret in a few seconds. Secret, secret. Ja gut, ne? Das war schon so ein bisschen ridikulös, würde ich sagen, lieber. Naja, komm, für alle heißen Schnecken da draußen gibt es noch eine Green Marine. Die ich letztens oft gezogen habe, wisst ihr noch? Bei dem letzten Case Opening. Ich glaube, die habe ich 10 Mal gezogen oder sowas. Schreibt einfach in euren Kommentaren noch irgendwas mit Grün, dann bekommt einer die Green Marine. Auch hier wieder vielen, vielen Dank für eure Daumen nach oben und für eure Aktivität und so weiter und so fort. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr über den Urlaub auch sehr aktiv wart und dass generell die Zahlen wieder zugenommen haben, jetzt zum Sommer hin. Das ist meistens ziemlich ungewöhnlich, dass es zum Sommer hin besser wird. Eigentlich ist da immer dieses ominöse Sommerloch, von dem viele sprechen. Die meisten Menschen sind dann halt eher draußen als drin, schauen eher weniger Videos als sonst. Aber durch die ganzen mobilen Geräte ändert sich das jetzt auch wahrscheinlich über die Jahre und dann gleicht sich das an, nehme ich an. Ja, ich hoffe, das Matchmaking hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Furiose Haare. Ciao.